Wusstet ihr, dass mehr als 40 Hunderassen aus Frankreich stammen? Einige sind vor allem in ihrer Heimat bekannt und werden oft noch als Arbeitshunde in der französischen Landwirtschaft eingesetzt. Andere sind auf der ganzen Welt beliebt und haben unsere Einstellung zu Hunden als Ganzes beeinflusst. Aufgepasst! Hier kommen unsere Top 10 der beliebtesten französischen Hunderassen. Der Babette oder französische Wasserspaniel ist ein mittelgroßer Wasserhund mit einem kräftigen und wohlproportionierten Körper. Sie haben langes, wolliges, lockiges Fell, das ihnen hilft, bei kaltem Wasser nicht auszukühlen. Es gibt einige Kontroversen über ihren Ursprung, aber der Babette wird von den meisten als eine der ältesten europäischen Rassen angesehen. Der Pudel, ob Standard oder Miniatur, ist eine der beliebtesten französischen Rassen der Welt. Diese feinen Vierbeiner zeichnen sich nicht nur durch ihr bezauberndes Aussehen aus, sondern zählen auch zu den klügsten Hunderassen. Sie sind empfindlich und erfordern besondere Sorgfalt, um ihren lockigen Mantel in einwandfreien Zustand zu halten. Der Basset Artésien Normand ist ein kurzhaariger und kurzbeiniger Cousin des Basset d'Artois, der zur gleichen Gruppe von Hunden gehört, welche sich in den 1870er Jahren herausgebildet haben. Durch Kreuzungen entstanden diese zwei Varianten, der Basset d'Artois mit geraden und der Basset Artésien Normand mit gebogenen Vorderbeinen. Erst 1924 wurde der Name Basset Artésien Normand übernommen. Er hat einen länglichen Körper mit kurzen Beinen. Im Aussehen ähnelt er dem Basset Hound, mit dem er verwandt ist. Ursprünglich als kleiner Spielhund eingesetzt, hat der kurzhaarige französische Basset einen starken Geruchssinn und ist ein Weltklasse-Fährtenfinder. Die französische Bulldogge ist ein robuster und rundlicher Hund, der von der englischen Bulldogge abstammt. Ihre freundliche, gesellige, verspielte und liebevolle Art lässt uns schnell verstehen, warum diese kleinen Hunde mit ihren Fledermausohren auf der ganzen Welt so beliebt sind. Als brachycephaler Hund sollte natürlich beachtet werden, dass sie besondere Pflege benötigen. Der Papillon gilt mit seinem Auftreten als eine der elegantesten Hunderassen der Welt. Es ist ein intelligenter und aktiver Hund, der im Familienkreis liebevoll und extrovertiert ist. Er ist nicht besonders kontaktfreudig mit Fremden, daher ist eine korrekte, frühe Sozialisierung wichtig. Die Ursprünge der Bordeaux-Dogge werden bei keltischen Völkern in Frankreich vermutet. Diese Rasse wurde im 14. Jahrhundert das erste Mal erfasst, zu einer Zeit, in der die Bordeaux-Dogge hauptsächlich zur Jagd von großen Tieren und als Wachhund eingesetzt wurde. Dieser Hund besitzt einen robusten, großen und muskulösen Körper. Sein Kopf ist sehr groß und bei genauerem Hinsehen erkennt man die zahlreichen Falten. Die Bordeaux-Dogge ist gutmütig, einfühlsam, ruhig und treu und gewinnt unzählige Herzen, darunter auch unsere. Aufgrund ihrer körperlichen Präsenz und ihres starken Kiefers gilt die Bordeaux-Dogge in einigen Ländern jedoch als potenziell gefährliche Rasse. Obwohl er außerhalb Frankreichs kein bekannter Hund ist, macht der Priat durch sein besonderes und wuscheliges Aussehen auf sich aufmerksam. Er ist groß, mit einem abgerundeten, etwas rechteckigen Körperbau. Sein Fell ist lang, mit einer rauen Textur, welches dem Ziegenhaar ähnelt. In Bezug auf den Charakter ist der Priat ein aktiver, verspielter und treuer Hund, der auch ausgeglichen und sehr selbstbewusst ist. Er gehört zu den ältesten französischen Rassen. Es gibt wenige genaue Informationen über seinen Ursprung, aber er stammt wahrscheinlich von den Hof- und Bauernhunden des französischen Flachlandes in der Region Brie ab. Diese Rasse stammt ursprünglich aus der französischen Region Gascogne und ist auch unter dem Namen großer blauer Gascogner Laufhund bekannt. Er ist ein beliebter Jagdhund in seiner Heimat. Seine Statur ist groß und imposant, mit einem muskulösen Körper, langen, kräftigen Beinen und herabhängenden Ohren. Mit einem sehr ausgeprägten Geruchssinn, einem edlen, ruhigen und loyalen Charakter gewinnt der Grand Bleu de Gascogne als Begleithund an Popularität. Sie bellen lautstark, deswegen ist es wichtig, auf ihre Erziehung und Sozialisierung zu achten, um Verhaltensprobleme zu vermeiden. Der Beauceron ist ein großer französischer Hund mit einem rustikalen und kräftigen Körper. Sie haben kurzes, glattes und dickes Fell, das schwarzbraun oder schwarzgrau sein kann. Das erste Exemplar dieser Rasse wurde im Jahr 1893 in Frankreich registriert. Sein besonderer Name ist auf seinen Geburtsort zurückzuführen. Eine Flachlandebene nahe Paris, die als La Beauce bekannt ist. Zu Beginn wurde dieser Hund für Feldarbeiten eingesetzt, zum Beispiel zum Führen von Herden und zum Schutz von Land. Während der zwei Weltkriege begleiteten sie die französische Armee. Sie zeichnen sich durch Intelligenz, Energie und Selbstbewusstsein aus und sind ein liebevoller und treuer Freund bei geliebten Menschen. Fremden gegenüber können sie reserviert sein. Bei der letzten Rasse auf unserer Liste ist die Nationalität nicht zu 100% klar.
Der Pyrenäen-Berghund ist ein Sennhund aus der Gebirgskette, die Frankreich von Spanien abgrenzt. Wir betrachten sie der Fairness halber also als französisch-spanische Hunde. Diese Rasse hat jedoch im Land der Gallier besondere Popularität erlangt und wurde sogar von König Ludwig XIV. Selbst zum königlichen Hund des französischen Hofes erklärt. Gegenwärtig sind die Pyrenäen-Berghunde als Begleithunde beliebt, obwohl sie in einigen Regionen weiterhin als Herdenhunde eingesetzt werden. Sie sind beschützend, loyal und eher unabhängig. Aufgrund ihrer Größe benötigen sie Platz zum Toben. Ihr reichlich vorhandenes Fell muss regelmäßig gebürstet werden, sodass sie für Besitzer, die einen pflegeleichten Hund suchen, nicht gut geeignet sind. Obwohl dies die 10 beliebtesten französischen Hunderassen sind, fehlen viele, wie der französische Spaniel, der französische Vorstehhund, der Brittany Spaniel, der Prague Saint-Germain und der Prague du Bourbonnais. Kennt ihr weitere französische Hunderassen, die hier nicht erwähnt werden? Dann zögert nicht, einen Kommentar zu hinterlassen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, es zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal!